Heimfahrt nach dem Baseballspiel. Guten Abend. Da das Spiel nun beendet ist, wurden wir als zusätzlicher Zugdienst nach Farmingham eingeteilt, um die Zuschauer nach Hause zu bringen. Rüsten Sie die Lok auf und fahren Sie weiter nach Lansdowne, wo die Fans für Ihre Heimfahrt bereit sind. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier von der neuen Strecke Boston-Worcester, hier von der HSP 46 Lok. Direkt mal kurz in den Pausenmodus gegangen, damit wir jetzt nicht zu viel verpassen. Ja, eine kleine Vorstellung, ein paar Dinge, die ich vorab erzählen möchte. Und zwar, das Ganze ist aufgenommen vor Release der Strecke, das heißt also auf einer Beta-Version. Es kann sein, dass vielleicht noch irgendwelche Dinge hier auftauchen, die fehlerhaft sind, die vielleicht noch angepasst werden oder halt eben auch nicht. Und ich kenne mich null Komma gar nicht mit amerikanischen Strecken aus. Die meisten Leute, die hier zuschauen, wissen das auch, dass ich wirklich nicht große Ahnung habe von amerikanischen Strecken und auch nicht von der Signalisierung. Also verzeiht es mir, dass ich da jetzt nicht groß weiter in die Tiefe gehen kann. Es geht einfach nur darum, dass für die fünf Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier zugucken, die sich auch für amerikanische Strecken interessieren, hier vielleicht auch was zu sehen bekommen. Wir stehen hier gerade in, ja, weiß ich nicht, das sind tatsächlich auch meine allerersten Sekunden hier auf der Strecke, die ich mit euch zusammen hier mache. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in South Station, in Boston South Station, wenn ich das hier richtig sehe. Und gucken uns mal das Ganze hier von außen an. Oh, das ist schon schon ein riesiger Bahnhof hier in Boston. Fahren hier ein Szenario, also auch nicht im Fahrplanmodus. Und ja, genau. Ich würde sagen, genug gequatscht. Wir fahren jetzt mal los. Wie gesagt, ich bin noch nicht auf der Strecke gefahren. Das heißt also, doch vielleicht eine Sache vorab. Die Performance wird vermutlich in diesem Video schlechter sein, als sie dann letztlich sein wird, weil wenn man das erste Mal auf einer neuen Strecke unterwegs ist, dann, und das liegt dann an Unreal Engine, hat man tendenziell immer eine schlechtere Performance, weil ich glaube, Shader oder sowas geladen werden müssen. Ab dem zweiten Mal auf der Strecke ist die Performance deutlich besser, ne? Also wenn ich heute hier so Performance rutschmäßige Rutschpartien in die Tiefe auffallen, nimmt das nicht für bare Münze. So, genug gequatscht. Los geht's. Ich mache erstmal das Licht an. Wir sollen mal das Generatorfeld aktivieren. Fahrtrichtungswender rein und nach vorne gesetzt. Also das Tutorial habe ich schon tatsächlich gespielt. Bremse auf Lösen. Und achso, wir können direkt abfahren. Okay, dann ist ja soweit so gut. Ich schalte jetzt mal die Sicherungssysteme an, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Wirklich, also von ATC und Aces. Ich habe null Ahnung davon, verzeiht es mir. Wir gucken uns vielleicht eine Sache vorher an, und zwar eben kurz die Wagen von innen, weil das interessiert mich persönlich auch sehr, wie die aussehen. Einmal runter hier. Weil ich glaube, diese Doppelstockwagen sind nämlich neu. So, genau. Also einmal hier Obergeschoss. Oh, schön, diese Sitzbänke, ne? Ach, sogar Dreier-Sitzbänke, das ist ja der Wahnsinn. Aber ein bisschen ungemütlich, dann in der Mitte zu sitzen. Und hier auch nochmal zwei Leute. Und dann können wir auch einmal hier unten durch. Das wäre mein persönlicher Lieblingssitz. Schön hier der Einzelsitz. Genau. Ach, sogar mit Tisch. Gemütlich. Sehr schön. Next Stop, Lanslow. Also, das funktioniert auch. Okay, wo ist die Tür? Hier war die Tür, ne? Nee. Moment mal. Ich bin lost. Ach, die Tür war, glaube ich, hier, ne? Genau, hier ist die Tür. So, Tür zu. Tür zu. Okay, cool. Sehr schön. Okay, wir fahren los. Einmal hier hochgeklettert. Muss man ja richtig kraxeln. Und Bremse lösen. Dazu den Hebel übrigens ganz nach hinten und nicht nach vorne setzen. Und Leistung aufschalten. Macht das Licht aus. Instrumentenbeleuchtung mit der Taste I an.
Hier stelle ich mal den Kontrast auf dunkel. Und auf geht's. Also Geschwindigkeitslimit liegt gerade bei 20 Meilen pro Stunde. Nicht km/h. Okay, laut hat nur 10 Meilen pro Stunde, dann lösen wir auch wieder bzw. schalten die Leistung wieder ab und bewegen uns hier auf unseren ersten Metern auf der neuen Boston-Worcester-Strecke. Also ich glaube, es wird Worcester ausgesprochen. Die Strecke kostet, glaube ich, 35,99 €. Und ich werde jetzt heute kein ja unbedingt kaufen oder nicht kaufen oder sonst was aussprechen, weil ich kann das nicht beurteilen. Das müsst ihr schon selbst für euch wissen, ob die Strecke was für euch ist oder nicht. Also ich werde jetzt hier keine Empfehlung irgendwie abgeben, ob das gekauft werden soll oder nicht, einfach weil ich mich nicht dazu in der Lage fühle, hier bei dieser Strecke das wirklich sagen zu können, weil das einfach nicht mein Metier ist, mein, sagen wir mal, mein Hoheitsgebiet. Boston kennen wir ja noch, auf jeden Fall. Boston South Station von der Boston Providence Strecke. Ich meine, die geht sogar auch hier in die Richtung. Ich zieh mal ein bisschen die Bremse an, weil wir etwas zu schnell sind. Im Fahrplanmodus gibt es auch tatsächlich Layer, unter anderem für den Amtrak Acela Express, aber auch für den Zug, der mitgeliefert wird mit Boston Providence. Und ich glaube aber auch sogar noch ein paar Güterzug-Layer gibt es ebenfalls. Also wer noch die anderen amerikanischen Strecken besitzt, der kann im Fahrplanmodus davon auf jeden Fall profitieren. Das können wir hier an dieser Stelle nicht, weil, also ich besitze die ganzen DLCs, aber die sind halt in Szenarien sowieso nicht verbaut. Ne? Und wir fahren ja hier ein Szenario, habe ich mal ganz bewusst gemacht, dass wir uns mal hier ein Szenario angucken und nicht den Fahrplanmodus. Und wir können ein bisschen beschleunigen, sollen aber in 0,7 Meilen wieder halten. Rechts von uns der Highway. So. Auch interessant, dass dort eine Uhr ist. Und dann sind wir fast da, beziehungsweise wir sind im Grunde genommen schon da hier in Boston Back Bay. Auch den Bahnsteig müsste es, glaube ich, bei Boston Providence geben, ne? Weil man ja, meine ich, tatsächlich ja hier irgendwie dran vorbeifährt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir können uns gleich mal die Streckenkarte angucken. Ja, doch, ziemlich sicher, genau, dass man da links auch anhalten kann. Aber wir halten nämlich hier vorne. Da ist auch der Doppelstock-Steuerwagen. Auch der ist, meine ich, neu. Hier sollen wir schon halten. Ach so, ach, da sollten wir gar nicht halten. Nee, da sollten wir gar nicht halten, oder? Nee, anscheinend nicht, tatsächlich. Wow. Okay, klappt gerade nicht mit der Außenkamera. Hier mal
wirklich das Fernlicht anmachen, das ist der Wahnsinn, wie hell das ist. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen dunkler tatsächlich schöner. So, nicht, dass wir zu schnell sind. Ganz bisschen reingebremst und wieder ausgelöst. Die beiden Displays hier übrigens rechts und links, die lassen sich, da lässt sich auch einiges dran bedienen. Also man kann hier schon auf jeden Fall hier auch so rumdrücken und da passiert was. Aber ich kenne mich damit halt nicht aus, deshalb lassen wir das an der Stelle. Also es sind doch durchaus ein paar interessante Informationen, wie zum Beispiel, wenn die Bremse angezogen ist oder nicht, das kann man dann alles dort sehen. Es gibt auch so kamelartige Züge, habe ich gesehen, die sowohl aus den Doppelstockwagen als auch aus den einstöckigen Wagen bestehen. So, ich weiß nicht, was das Signal heißt. Ich werde es auf jeden Fall bestätigen. Ja, okay. Nichts passiert, das ist doch gut. So, und wenn wir hier anhalten, dann können wir jetzt gleich... Oh, hier ist ein Spawning-Punkt von den Autos. Das ist nicht so gut gelungen. Dann können wir jetzt gleich auch mal hier die Streckenkarte uns angucken. So, nächster Halt ist Lansdowne. Ausstieg links. Auch ganz gut geklappt. So, Türen freigeben. Wir gehen mal in der Zeit auf die Streckenkarte und wir sehen, da sind wir losgefahren. Ich glaube, die originale die Boston Providence Strecke, die biegt dann hier in die Richtung ab, Richtung Providence. Hier auch mit dem nächsten Bahnhof in Ruggles. Und für uns geht es aber nach Worcester. Was hier ist. Genau. So, Türen auch schon wieder schließbar. Und wir hören uns das Ganze mal von außen an, wenn der Zug losfährt. So, wir dürfen wohl 80 fahren, glaube ich. So, haltet euch jetzt mal die Ohren zu, das Horn klingt nämlich verdammt gut. Und zwar, Moment. Oh, das ist richtig gut, ne? Also das klingt genauso wie in diesen ganzen amerikanischen Videos, die man immer sieht, wenn irgendein Zug, so ein ellenlanger Güterzug über einen Bahnübergang fährt und dann irgendein LKW da absurderweise auf dem Bahnübergang draufsteht und dann voll umgenietet wird, dann klingt das genauso. So, ich bestätige das auch wieder, ohne zu wissen, was es heißt. Okay, das haben wir überlebt.
So, jetzt hören wir uns das auch mal von außen an. So, Moment. Lass uns erstmal aus dem Tunnel rauskommen. So, jetzt. Ja. Und dann können wir hier die Glocke ausschalten. Können sie auch wieder anmachen und aus. Genau. Die Glocke aktiviert sich dann automatisch. Aha. Interessant. Hier über diese Abstellung habe ich wohl gehört, dass die auch in Realität so unfassbar leer ist. Also das soll wohl relativ realistisch sein. Das ist das, was ich mitbekommen habe über den Preview-Stream, was so die Leute geschrieben haben, die selbst ja, aus Amerika sind, die gesagt haben, die Strecke sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Und sehr realistisch. Also da scheint die TG schon ordentlich was hingelegt zu haben. Wir sollen anhalten. Wir schauen mal, dass wir ungefähr 40 Meilen pro Stunde am Bahnsteigsanfang haben. Ja, das passt ganz gut. So. So, wir sollen sogar ein bisschen über den Bahnsteig hinausfahren zum Anhalten. Ja, hier bei der Tafel. Okay, Türen auf. Jetzt kann ich leider gar nicht so richtig hier erkunden. Ich wollte gerade mal den Bahnsteig ein bisschen erkunden zu Fuß, um zu sehen, was für Collectibles gibt. Ja, das könnte wohl eins sein. Sieht alles so traurig aus, ne? In den USA, finde ich immer. Also wenn man sich so Züge anguckt, dann denkt man sich immer so, ah. Okay, cool. Türen sind zu. Dann lösen wir die Bremsen und setzen uns in Bewegung. Hier sehen wir auch die Zugzielanzeigen funktionieren ebenfalls. Und das hier vorne ist dann der Steuerwagen. Moment. Können wir uns einmal kurz den Steuerwagen angucken. Ja, das ist dann da vorne diese Fahrer. Na? Kriege ich denn jetzt die Tür wieder zu? Da. Klar, mitten in der Fahrt. Sehr gut. Genau, ne? Also hier ist dann praktisch der Steuerwagen, der Führerstand. Ah, okay, es hat irgendwas gebimmelt. Wir dürfen 60 fahren.
weiß gar nicht, was Vmax von der Kiste hier ist. Weiß ich nicht. Naja, werden wohl die 120 sein, die hier stehen, denke ich mal. Oh, wir müssen langsamer werden. Ja. Wir dürfen nämlich nur noch 60 fahren. Und da hat uns die erste Zwangse bekommen. Oder nee. Ah, nee, gar nicht. War einfach nur ich, der aus Versehen den Hebel in die Notfallposition gesetzt hat. Habe ich einen Notfall? Nein, habe ich nicht. Mein Notfall ist, dass ich nicht gut fahren kann. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum der Lichtkegel nicht nicht zu sehen ist. Also er ist ja da, ne? Das Licht ist ja da. Und hier oben geht das auch. Also keine Ahnung, was hier falsch gelaufen ist. So. So, ich will fahren. Liebe Lok, bitte. Oh, hallo. Können Sie mir bitte helfen, Herr Kollege? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Na gut. Aber hier, Kamelzug. Ich habe es vorhin noch angedeutet. Oder nicht angedeutet, ich habe es ja gesagt. Okay, ich habe nicht die geringste Ahnung. Was das Problem sein könnte. Okay, dann machen wir Folgendes, weil ich das nicht anders hinbekommen werde. Wir setzen die Simulationsphysik zurück. Generator fällt ein. Ups, nee, das wollte ich nicht. So. Und damit dürften wir auch schon wieder abfahrbereit sein. Mach mal die doofe Glocke hier aus. Komm schon. Schon, ich will doch nur fahren. Ich wollte doch nur die Strecke zeigen. Oh. Jetzt, oh, diese nervige Glocke. Jetzt kriege ich die Glocke nicht aus. Ich fasse es nicht. Wie vielleicht hier? Moment mal. Ah, oh, ah, ah. Ich. Parkbremse lösen. Aha. Können wir jetzt los? So, Bremse lösen. Und jetzt aber.
Parkbremse aus. So, Parkbremse ist gelöst. Da ist noch eine Sache rot. Der Alerter. So. Ich habe jetzt die Sicherungssysteme ausgeschaltet. Jetzt aber. Das Problem ist halt, weil ich mich null auskenne auf amerikanischen Fahrzeugen, habe ich auch nicht mal im Ansatz eine Idee, was ich jetzt machen könnte. Acknowledge, Alarm zurücksetzen, nee. Reset, Zugbegleiter rufen, Hilfe, Herr Zugbegleiter, bestätigen, nee. Gebietsschalter, kodiert, Territory coded. Hier passt doch alles, oder? Steuerung? Nee. Generator fällt es an. Motorlauf. Ein vielleicht? Bremsüberbrückung aus. Okay. Ja, der Rest wird es definitiv nicht sein. So, jetzt nochmal. So, jetzt aber. Ich bin ungefähr 15 Sekunden davor aufzugeben. Hier ist aber auch absolut nichts, was sich irgendwie anbietet im Sinne von, ja, hier, ich bin's, der... Ich helfe dir jetzt in der Situation. Drück einfach mich und dann ist wieder alles gut. Muss ich vielleicht beim Fahrdienstleiter anrufen? Ja, der sagt, ich soll fortfahren. I wish. Am Sanden wird es auch nicht sein. Kann man hier irgendwas machen? Na, da bestimmt nicht. False. Auch nicht. Status not running. Ja, danke. Also, das weiß ich auch. Kann ich aber was dagegen machen? Nein. Ja, ein Passwort habe ich jetzt leider nicht zum Eingeben. Okay, hier vielleicht. Airbrake. Nee. Distance, Distance Setup, Operator Message. Nee. Switches. Nee. Ja. More Menu. Data Download. Vielleicht noch hier hinten irgendwas. Knopfabdeckung. Nee. Motorstopp. Das hilft's auch nicht. Motorstart. Der Motor läuft schon. Okay. Das wird das auch nicht sein. Traktionsverriegelung. IoT. Überspannschutz. Motorisolation. Nee. Sicherungskasten. Hallo? Batterieschaltertür. Oh, hallo? Ja, gut, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Aber cool. Nein, das ist es auch nicht. Ich versuche jetzt noch ein letztes Mal. Wenn diese unfassbar nervige Glocke mal ausgehen würde, dann hätte ich auch viel mehr Nerv dafür. So, jetzt aber. Okay, gut, dann... Versteht ihr vielleicht jetzt, warum ich so selten amerikanische Fahrzeuge fahre? Ich verstehe sie einfach nicht. Ich habe einfach keine Ahnung davon, aber ich hatte eigentlich bisher ganz positive Eindrücke von der Strecke an und für sich. Ich glaube, die Tatsache, dass
dass wir jetzt hier nicht weiterfahren können, hat relativ wenig damit zu tun, dass das Fahrzeug, glaube ich, kaputt ist, sondern einfach nur meine komplette Unfähigkeit, dieses Fahrzeug zu fahren. Ne? Also das müsste man vielleicht an dieser Stelle noch richtigerweise oder fairerweise dann unterscheiden, dass es halt eher dann am Anwender liegt und nicht an der Anwendung. Das so viel dazu. Genau. Ja, ne, also Boston Worcester, ich hoffe, meine Vorstellung hat euch irgendwas gebracht. ja, wisst ihr, was wir machen können? Wir können ja mal hier nach Worcester mal springen, können uns das mal angucken. Ach, das können wir nicht, weil wir in einem Szenario sind. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich euch zumindest ein bisschen noch was von der Strecke zeigen. Aber die sieht auf jeden Fall an einigen Stellen schon mal ganz gut gemacht aus. Wir sind halt anscheinend relativ lange parallel zu einem Highway. Ja, was mit den Baseballfans, das weiß ich jetzt nicht. Die müssen irgendwie selbst gucken, dass sie nach Hause kommen. Ja, hier hätten wir jetzt als nächstes halten müssen. Aber naja. Ich höre ein Flugzeug, aber ich sehe keins. Gut, dann bedanke ich mich bei den drei Leuten, die zugeschaut haben, dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, keine Sorge, beim nächsten Mal wieder aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und goodbye.